Es ist Mittwoch, 11 Uhr, also gibt's wieder ein Video vom Callcenter-Crasher für euch. Anfangen wollen wir heute mit einer Betrügerin, die sich mit fremden Federn schmückt und vorgibt, eine andere Firma zu sein. Sie scheitert an zwei Dingen. Zum einen an der Sprachbarriere und zum anderen, dass ich mich ein klein wenig mit der Materie auskenne. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Anrufen, die natürlich nach dem Intro beginnen. Hallo? Hallo? Hallo. Schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Meier? Ja. Schön, Sie zu erreichen. Ich melde mich gerade aus Easy Market. Mein Name ist Bianca Rodriguez und ich bin die Ansprechpartnerin von diesem Unternehmen. Ah ja. Okay. Haben Sie mal über unsere Firma gehört? Nee. Nee. Und wissen Sie, was Online-Handeln ist, ja? Ja, ich habe eine Menge Produkte bei eBay gekauft und auch verkauft. Verstehe ich. So haben Sie schon Erfahrung damit. Ja, ich bin Verkäufer bei eBay und bei Amazon. Ja, ich weiß. Ich verstehe, was Sie meinen. Also, wenn ich fragen darf, wie hat diese Erfahrung gelaufen? War es gut, oder? Ja, wenn ich verkaufe, dann ist es immer gut. Also mit welchem Bereich haben Sie gearbeitet? Nur mit Amazon, oder? Ja, ich habe jede Menge Fernseher und Stereoanlagen verkauft. Verstehe ich. Also wir sind ein Online-Handel-Institut und wir arbeiten mit Weltbörse zusammen in verschiedenen Bereichen. Mit was arbeiten Sie zusammen? Mit Weltbörse. Mit der Weltbörse, Ja. Und wir arbeiten mit verschiedenen Bereichen. Wir arbeiten mit Forex, Kryptowährung, Aktien, Rohstoff, Indizien und sowas. Kennen Sie diese Bereiche, ja? Habe ich mal von gehört, ja. Sie haben nicht mit diesen Bereichen gearbeitet? Nein, ich sagte ja, Amazon und eBay. Okay, verstehe ich. Also, mein Lieber, wir sind ein Online-Handel-Institut und wir spekulieren mit dem Preis. Wir haben Informationen von verschiedenen Banken. Aber für mehr Informationen werden Sie auch mit dem Finanzberater reden, in dem Moment, dass Sie ein Kunde von uns sind. So kann ich Ihnen gerne ein Angebot machen, wenn Sie haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, die Zeit nehme ich mir. Okay, also wir arbeiten mit diesen Bereichen, was ich schon gesagt habe, und Sie können uns erstmal testen, nur mit einem kleinen Betrag von 250 Euro. Und das gleiche Betrag bekommen Sie auch als Bonus von uns. Das heißt, im Moment, dass Sie schon 250 Euro bei unserer Firma investieren, Sie werden in dein Konto sofort 500 Euro haben. Das heißt doppelte Summe. Verstehen Sie mich? Ja, habe ich verstanden. Also, Sie werden auch einen Berater bekommen, ein Wort Probezeit. Und diese Probezeit werden Sie schauen, wie das alles funktioniert, wie viel Profite der Berater gemacht hat. Und schauen Sie selber und sowas. Und dann Sie können eine zweite Entscheidung treffen. In dieser Probezeit werden Sie mit unserer Bonus arbeiten. Mit deinen Investitionen arbeiten nicht. Nur im Moment, dass Sie schon einverstanden sind. Sagen Sie mir, Bianca, ich wollte mit Ihnen gerne weiterarbeiten. Ja, wir können sofort mit anderen Prozeduren anfangen. Aber erstmal haben Sie die Möglichkeit, uns zu testen. Und wenn Sie möchten, nicht mehr weiterzuarbeiten, Sie können mir sagen, oh, ich möchte nicht mehr weiterarbeiten und wir lassen das. Sie bekommen zurück dann 250 Euro mit die Profite auch, aber nicht die Bonus, die Sie von unserer Seite bekommen haben. Verstehen Sie mich? Ja, das habe ich verstanden. Okay. So, was meinen Sie? Ja, erstmal, welches war Ihre Plattform, Ihre Webseite? Easy Market. Wie schreibt sich das? Kenne ich gar nicht. Ja, ich kann das buchstabieren. Ja, das wäre nett. Okay, warten Sie einen Moment bitte. Also, E wie Emily. Ja. A wie Anton. Ja. S wie Siegfried. Ja. Y. Ja. M wie Martha. Ja. A wie Anton. Ja. R wie Richard. Ja. K wie Köln. Ja. E wie Emily. Ja. T wie Theodor. Ja. S wie Siegfried. Ja. .com. Punkt
Komm, dann muss ich doch mal auf diese Seite drauf gehen. Kann ich mir das Ja. ja mal angucken. Ja, schauen Sie selber und sagen Sie mir Bescheid. Wenn Sie möchten, ich kann Ihnen auch per WhatsApp schreiben. Benutzen Sie WhatsApp bei dieser Nummer, ja? Nein, aber Ach so, okay. ich bin ja noch am Telefon. Oder haben Sie keine Zeit? Okay. Wie, haben Sie Zeit oder nicht? Ja, habe ich, ja. Ja, gut. So, Easy Markets. Schauen Sie. Ja, gut. Sehe ich so. Und das bieten Sie irgendwie an. Irgendwie geht's aber, man kann ja gar nicht, man sieht ja gar nichts irgendwie. Man sieht nur die Startseite und mehr sieht man nicht. Wie bitte? Man kann da nicht zu scrollen oder so, das ist leicht abgegraut. Man sieht Ich ja. höre. Ja, warten Sie einen Moment bitte. Ich habe es akustisch ganz schlecht verstanden. Können Sie das wiederholen? Ja, man kann da aber gar nichts anklicken auf Ihrer Webseite. Vielleicht haben Sie nicht gut geschrieben. Deswegen kann ich Ihnen Ich, per WhatsApp hallo, schreiben. ich bin auf Ihrer Webseite, easymarkets.com. Ja. Ja, und man kann dort nichts anklicken. Ich sehe hier offizieller Partner von Real Madrid, Easy Ja. Markets, aber man kann Gehen nicht. Sie ganz unter, gehen Sie ganz unter, Man mein Lieber. kann nicht nach unten, verstehen Sie mich nicht? Man kann nichts anklicken, man kann keinen Knopf klicken, Wieso man. denn? Weil ich habe das in meinem PC Ja, geöffnet. aber bei mir geht es nicht. Vielleicht haben Sie schon Probleme mit deinem Handy, was soll ich sagen? Wieso dein? Wir kennen uns doch nicht. Bitte Sie. Mit Ihnen. Ja, genau. Nein, Ja. ich habe kein Entschuldigen Problem. Sie. Ja, und wie gesagt, habe ich kein Problem mit meinem Handy, weil ich es auf dem Rechner aufgemacht habe. Ach so. Ja. Da funktioniert Okay, gar nichts auf Ihrer Webseite. mein Lieber, Herr Meier, es bitte. funktioniert. Herr Herr Meier, Meier, bitte. es funktioniert, weil Sie sind für uns nicht die erste Kunde und nicht die letzte. Ja, welchen Okay? Browser nutzen Sie denn? Wie bitte? Welchen Browser nutzen Sie denn? Herr, ganz unter haben Sie Herr auch Meier, das. bitte. Entschuldigen Sie. Herr Ja. Meier, ganz unter haben Sie die Lizenz von unserer Firma. Wenn Sie Hallo. möchten, gehen Sie bitte vor dem PC und schreiben Sie. Vielleicht beim Handy geht es nicht. Ich weiß nicht, Haben Sie warum ist das verstanden, mit was Ihnen ich gesagt passiert? habe? Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Man kann auf Ihrer Webseite, so, jetzt gucken wir mal hier, das, was ich gerade noch sehen kann, man kann bei Ihrer Webseite gar nichts anklicken. Kein Login, kein Registrieren, nichts. Man kann sich gar nichts anklicken. Herr Meier, Ja. Sie sind die Erste, das sowas Des, gesagt. deswegen habe ich ja gefragt, welchen Browser Sie benutzen. Wir haben das, diese Plattform so. Aber ich kann Ihnen per E-Mail schreiben. Ist deine E-Mail maya123@mailbox.org? Ja, das ist richtig. Okay, ich schicke Ihnen unsere Plattform und schauen Sie, Ja, ich bin wenn Sie doch drauf möchten. auf Ihrer Plattform. Haben Sie es immer noch nicht verstanden? Schönen Tag noch Was und denn? bis später. Hallo, hallo. Ja. Warum, was ist denn da los bei Ihnen? Hallo, ist da noch jemand? Ja. Ja. Also wie gesagt, haben Sie verstanden, was ich gesagt hatte? Herr Meier, ich habe meine Plattform vor meinen Ja, Augen. Ich schaue alles. deswegen habe ich Sie ja gefragt, welchen Browser Sie benutzen. Ein Moment, bitte. Google Chrome. Ja, sehen Sie, den nutze ich zum Beispiel nicht. Was benutzen Sie? Safari? Nein, Was? es ist ein Computer, es ist kein Handy. Sie Ich haben benutze. mir vorher gesagt, dass Sie in Ihrem Handy haben Nein, Sie. habe ich nicht gesagt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Sie meine Okay, Sprache spielen gar Sie nicht. mit mir oder was? Sie wollen Sie mit mir? Sie verarschen mich doch. Ich habe nie gesagt, dass ich mit dem Handy online bin. Ich habe gesagt, Okay, mit dem ich schreibe Computer. Ihnen per E-Mail und ich kann Ihnen unsere Plattform
Form schicken. Schönen Tag Ich noch, bin doch. Hören. Tschüss, Betrüger. Hurensohn. Hurensohn. Bist du dämlich? Kleine, bist kleine du Fehler. Dämlich? Du bist der dümmste Betrüger, der heute angerufen hat. Du bist ich lach dich aus. Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Du bist der dümmste Betrüger, der mich heute angerufen hat. Und ich, ja, na und, aber besser als ein Betrüger. Wie ihr euch sicher denken könnt, ist easymarkets.com eine reale und legale Plattform, die schon am Legolaustag 2003 gegründet wurde. Also ein alter Hase in Sachen Trading, der es nicht nötig hat, unaufgefordert Menschen anzurufen und es auch nie tut. Ihr Pech war, dass ich Firefox als Browser nutze und dass easymarkets offensichtlich nicht für Firefox optimiert ist. So war auf der Plattform nichts anklickbar und ist es auch bis heute nicht. Mit Edge als Browser funktioniert es aber perfekt. Wäre das Gespräch weitergegangen, so hätte sie mich sicher zur Einzahlung auf eine andere Plattform umgeleitet oder hätte mir die Bankdaten sicher nicht mit einer Mailadresse von easymarkets zugesendet. Leider war sie zu dumm und hat sich viel zu schnell als Betrügerin geoutet. Sehen wir mal, was uns der zweite Anruf bringt. Guten Tag. Hallo? Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, Herr Freimuth. Ja, also ich begrüße Sie. Sie auch. Mein Name ist Helena. Ja, danke schön. Also mein Name ist Helena Finschi. Ich bin persönliche Assistentin von Ihnen. Sehe Ihre Anfrage bei uns. Sie haben Sie sind meine persönliche Assistentin? Genau. Ja, sehe Ihre Anfrage. Ja, aber also ich wusste, Emotion, ja? Ich wusste bis jetzt noch gar nicht, dass ich eine persönliche Assistentin habe. Ja, genau. Also meine Aufgabe ist Ihnen helfen, Ihr Handelskonto aktivieren. Geben Sie mir Bescheid, ob Sie bei uns Ihre Daten hinterlassen haben. Emede Motion. Jo, das ist wahr. Super, super. Also geben Sie mir Bescheid, also ob Sie eine Erfahrung davon haben. Meine ich allgemein an Finanzmarkt oder ist das Ihr erstes Mal? Das ist mein erstes Mal. Ah ja. Weiß ich Bescheid. Also schauen Sie mal, das ist vollautomatisches System. Es läuft ganz automatisch mit verschiedenen Marktvermögen. Außerdem erhalten Sie noch einen Finanzexpert, das heißt Berater innerhalb Deutschlands. Seine Arbeit ist für Sie absolut kostenlos. Dann werden Sie ihn ständig kontaktieren und Ihre Strategie im Detail besprechen. Sagen Sie mir bitte von Anfang an, Herr Freimuth, haben Sie schon entschieden, mit welchem Betrag Sie anwenden möchten? Nee, ich weiß ja noch gar nicht, wie das funktioniert. So, schauen Sie mal. Also, wir haben auch als Angebot, also Mindestbetrag technische Minimum läuft ab 250. Ja, also Sie erhalten von uns eine Bonussumme, 50 Euro plus für Ihre weitere Handel. Also das heißt, dann werden Sie an Ihrem Balance 300 Euro haben. Normalerweise fangen unsere Anleger ab 400 Euro an. Warum? Dazu geben wir 120 Euro für Ihre weitere Handel. Also im Prinzip, je mehr Sie investieren, desto mehr erhalten Sie als Bonussumme. Diese Bonussumme ganz gratis unsererseits, aber einmalig. Ja, also wenn Sie 500 Euro investieren, erhalten Sie von uns 120. Das ist ein guter Start, also insgesamt 620 an Ihren Balance. Dann werden Sie entscheiden, werden Sie einige Monate handeln oder werden Sie sofort auszahlen lassen, wie Sie möchten. Das ist Ihr Geld, Ihr Privatkabinett. Also Sie machen alles, was Sie möchten. Und als Zahlungsmethode, wir akzeptieren Visa, entweder Mastercard, beides, entweder Banküberweisung. Ja, also es geht auch. Und Herr Freimuth, ich gebe für Sie schriftliche E-Mail, das ist direkter Zugriff an Ihrem Privatkabinett. Also einen Augenblick gebe ich für Sie frei.
Es ist sehr laut bei Ihnen. Ja, also alle arbeiten auch. Ja, aber muss das so laut sein? Ich verstehe Sie doch kaum. Okay, ich versuche lauter zu sprechen, ja? Ja, aber deswegen wird der Hintergrund doch nicht leiser. So, dann sind Sie jetzt beim Computer oder benutzen Sie Handy? Ich benutze einen Computer. Okay, dann wäre es besser sein. Ja, also zum Aussehen. So. So, ich habe für Sie eine neue E-Mail zugesandt. Also überprüfen Sie bitte in Inbox, ob Sie meine E-Mail erhalten haben. Nein. Noch nicht, es dauert ein paar Minuten, ja, also wegen Internetverbindung, ja, also. Haben Sie eine so schlechte Internetverbindung? Das kommt von unserer Zusammenanhang, ja, also. Bitte was? Von und was ist ein Zusammenanhang? Ja. Ich kenne das Wort nicht. Herr Freimut, überprüfen Sie bitte Ihren Inbox. Geben Sie mir Bescheid, ob Sie meine E-Mail bekommen haben. Ja, noch habe ich keine bekommen. Und erneuern Sie bitte Ihre Seite. Erneuern? Aktualisieren, meinen Sie? Ja, genau. Ja, ist nicht, es ist nichts da. Okay, und wieder? Nein, es ist nichts da. Ist Ihre E-Mail-Adresse justusfreimuth@mailbox.org? Stimmt? Das ist richtig. Und im Spam-Ordner, überprüfen Sie bitte. Ich habe keinen Spam-Ordner. Haben Sie keine meine E-Mail bekommen, ja? Nein, sonst hätte ich es ja gesagt. Okay, dann machen wir so. Herr Freimuth, könnten Sie bitte an meine E-Mail etwas schicken, eine Text-E-Mail, also damit ich zurück antworten kann, ja? Also damit wir kommunizieren können. Okay? Das kann ich natürlich. Genau. Also tippen Sie bitte, Helena. Augenblick. So. An. Helena. Also Heinrich, Emil, Ludwig, Emil, Nordpol, Anton. Genau, richtig. Punkt. Punkt. Friedrich, Ida, Nordpol, Cäsar, Heinrich. Cäsar. Fringe. Fringe. Finch, Finch. Oh, jetzt genau. Ist was angekommen. Jetzt ist was angekommen. Okay, super. So, dann schauen wir doch mal. Okay. So. Hä, ich sehe gerade, Ihre Webseite ist doch Immediate Motion. Und Sie versenden mir mal eine E-Mail an von Fusion Lots. Das ist ja ganz andere Firma. Ja. Wir heißen Fusion Lots. Unsere Firma heißt Fusion Lots. Und wir benutzen Arbeitssystem Image Motion. Ja, also Robotsystem heißt es, mit welchem Sie arbeiten können. Ja. Also Sie könnten reingehen, ja, also Sie waren direkt an unserer Seite. Also und Sie könnten direkt, ja. Ich sehe gerade. Klicken Sie bitte. Ich sehe gerade. Hier steht zum Beispiel jetzt kostenlos bei Immediate Motion anmelden. Und das ist ja nicht
Immediate Motion, da steht ja nicht, dass das System Immediate Motion, die Webseite Immediate Motion. Und jetzt sind Sie eine ganz andere Firma. Wie heißen Fusion Lots, unsere Firma? Ja, das, also, das steht aber nicht. Das steht aber nicht in der Anmeldung, dass das Immediate Motion ein Robotsystem ist. Da steht drin, dass man sich bei dieser Webseite anmelden kann. Wer meine Videos verfolgt, dem ist der Name Fusion Lots sicher noch in Erinnerung, da ich die auch schon mal in einem Video verarbeitet habe. Nun versuche dies also noch einmal. Entweder waren meine Einwände ihr schon zu kompliziert oder jemand im Hintergrund hat meine Stimme erkannt. Jedenfalls wurde das Gespräch abgebrochen und es wurde aufgelegt. Den nächsten Anruf hat mir mein geschätzter Kollege Ziggy Scambuster übergeben. Vielen Dank dafür. Schaut doch mal auf seinem Kanal vorbei und lasst ein wenig Liebe da. Seinen Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Oh, ja, ich gebe Ihnen den Herrn. Ja, er meinte, Sie wären weg vom Telefon. Ich hole ihn mal. Kleinen Moment, bitte. Okay, ja, danke schön. Ja, hallo? Hallo, tut mir leid über die schlechte Verbindung, aber Herr, so, Sie haben jetzt seit Gespräch mit unserer Experte. Kann ich weiß zuerst, wie viel haben Sie verloren? Ja, welcher Experte, welche Firma sind Sie doch mal bitte? FCA Department, Finanzaufsichtsbehörde. Ah ja, okay, gut. Okay. Okay, und, kann ich weiß zuerst, wie viel haben Sie verloren? Ja, ich weiß ja nicht. Dazu müssen Sie erstmal solche Dinge, da müssen Sie sich erstmal verifizieren. Also Sie sagen, Sie sind von der FCA? Ja, genau. Ja, und soweit mir bekannt ist, sitzt die FCA ja nicht in Österreich. Weil unsere Firma steht von Österreich durch und andere Stadt und deshalb haben wir Rufen von Österreich. Ne, die FCA sitzt ja nicht in Österreich. Wo sitzt denn die FCA Ihrer Meinung nach? Hören Sie mich? Ja, haben Sie mich gehört? Ah, okay, super. Ja, ja? Ja. Dann beantworten Sie bitte meine Frage. Können Sie Frage wieder, weil die Verbindung war sehr gut, tut mir leid. Ja, von wo aus rufen Sie an? Aus Österreich? Weil ich habe gesagt, wir haben ein Department von anderer Stadt und deshalb haben wir rufen in dieser Uhr von Österreich her. Ja, warum gibt es eine so schlechte Telefonleitung von Österreich? Weil die Verbindung heute ist nicht gut, tut mir leid über das. Über das? Nee, ja. Ich habe öfter mit österreichischen Kunden in Österreich zu tun und wir haben nie eine so schlechte Telefonleitung. Gut, Sie sagten... Aber heute, ich habe gesagt, dass die Verbindung ist nicht sehr gut. Ich habe noch nie so eine schlechte Telefonleitung gehabt, noch nie. In Hunderten von Anrufen. Okay, tut mir leid, aber heute ist nicht... Die Verbindung sehr gut, deshalb ich habe gesagt. Aber jetzt, Sie haben Ihre Meinung und ich habe Respekt für Ihre Meinung. Das ist ja schön, das wäre ja mal ganz nett. So, also Sie sind von der FCA und die FCA sitzt ja nun nicht in Österreich. Wo sitzt denn die FCA? Ich habe gesagt, dass FCA steht von Österreich, genau. Und deshalb, wir haben Rufe von Österreich. Weil wir sind, andere Department. Ja, ich höre Sie. Ja, ich habe eine klare Frage gestellt. Wo sitzt die FCA? Finanzaufsichtsbehörde. Ja, und wo sitzt die? Teresa Gallo, mein Name. Sie versteht, glaube ich, meine Sprache gar nicht, oder? Ich habe gefragt, wo ist die FCA? Aber ich habe gesagt, dass wir sind von Österreich her. Die FCA sitzt nicht in Österreich. Aber unsere Firma steht um Österreich. Ja gut, dann sind Sie also nicht von der FCA. Wie ist denn Ihre Firma? Ja, Finanzaufsichtsbehörde. Nee, das ist ja nicht Ihre Firma. Weil die FCA ist ja keine Firma, sondern eine Behörde.
Aber ihre Firma, unsere Firma stellt das. Ja, und welche Firma ist das denn? FCA ist keine Firma. Ja, FCA ist ja keine Firma. FCH ist okay. Eine Behörde. Ja, genau. Und ich habe gesagt das. Und jetzt ja, haben die Chance, wenn die, Sie mich zu probieren haben. Ja, aber was soll ich denn probieren? Ich weiß bis jetzt, dass die FCA sitzt ja nicht in Österreich. Und da habe ich Sie gefragt, wo der Sitz der FCA ist. Ich weiß es. Sie offensichtlich nicht. Okay, Herr. Möchten Sie probieren zu sprechen was mit dem Experten oder ja, nicht? Ja, genau. Geben Sie mir mal den Experten. Okay, dann. So kann ich weiß zuerst, wie viel haben Sie verloren? Das kann ich dem Experten ja erklären. Weil ich müsste wissen, diese Frage, dann Sie können weitermachen ja, das, mit unserem Experten. Das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie sich als FCA verifiziert haben. Im Moment sind Sie ein Fremder für mich. Warum soll ich solche Dinge mit einem Fremden diskutieren? Ja, ja, okay, ja. Ich verstande das. Gut. Okay, aber kann ich weiß auch, an welcher Plattform haben Sie die Investment gemacht, bevor die Plattformname? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Das kann ich Ihnen sagen. Ist kein Problem. Aber ich müsste wissen, diese Information zu weitermachen mit unserer Experte. Ja, das sage ich doch, kann ich Ihnen doch sagen. Pepperstonepro.io. Okay. Ja. Und nun? Ja? Ja, was und nun? Was passiert denn jetzt? Okay, dann Sie können sprechen mit unserem Experten jetzt. Ich kann mal die Termine und dann... Ich möchte jetzt mit dem Experten sprechen. Okay, jetzt. Für eine halbe Stunde unsere Experten nee, jetzt, rufen, oder für jetzt. Okay, dann. Okay, warte 10 Minuten. Nein, nicht jetzt. Ich warte nicht 10 Minuten. Jetzt möchte ich... Sie haben mich angerufen, ich soll mit dem Experten sprechen. Da möchte ich dann auch jetzt mit dem Experten sprechen. Okay, dann. So, vorbei. Zum Schluss noch ein kurzer Anruf, der belegt, wie die Anrufer an meine Nummer gekommen sind. Ich habe mich nie für eine Zahnzusatzversicherung interessiert, noch habe ich meine Daten in diesem Zusammenhang irgendwo hinterlassen. Mein Datensatz wurde sicherlich illegal aufgekauft. Wohlgemerkt mag das Angebot dieser Versicherung ja legal sein. Der Anruf war es jedenfalls nicht und ich bezweifle, dass der Mitarbeiter dieser Firma angehört. Das wird sicher nur ein freier Versicherungsmakler sein. Nun hört mal, wie der sich aus der Affäre zieht. Hallo? Hallo, hier ist der Markus von der Polo. Grüß Sie. Guten Tag. Herr Stegmüller, Sie haben sich bei uns zum Thema der Zahnzusatzversicherung informiert. Ist das Thema noch aktuell bei Ihnen? Stegmüller ist richtig, aber wo habe ich mich was gemeldet? Bei Dentolo, Zahnzusatzversicherung. Nö, habe ich nicht. Das tut mir leid, dann ist hier wohl ein Fehler unterlaufen. Das ja. Tut mir leid. Nee, dann nehme ich das natürlich raus. Sie haben auch nicht irgendwie nach einer Zahnzusatzversicherung gegoogelt oder so? Nee. Nee, ne? Nee. Okay, das tut mir leid. Wo haben Sie meine Nummer denn? Also ich rufe Sie jetzt hier über ein Programm an, das wir bei uns haben. Ich persönlich habe ja Ihre Nummer nicht. Ich sehe jetzt ja, hier nur, dass Sie... Ja, irgendwo haben Sie doch meine Nummer her, sonst würden Sie mich doch nicht anrufen. Ja, das kann ich nie sehen, tatsächlich. Das kann ich tatsächlich nie sehen. Ich sehe nur Ihren Kontakt hier bei uns. Aber ich vermute mal, das ist ein gewerblicher Anruf, richtig? Denn Tolo ist ja sicherlich eine Firma. Genau. Ja, haben Sie diese Nummer auch verifiziert? Offensichtlich nicht. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Sie müssen ja, um mich anrufen zu dürfen, eine Verifikation haben. Also sprich, die Nummer verifiziert haben. Ein sogenanntes Double Opt-in. Das habe ich Ihnen sicherlich nicht gegeben. Das wüsste ich ja. Dann ist uns ein Fehler unterlaufen, Herr Stegmüller. Ja, der Fehler ist, dass Sie die Nummer nicht verifiziert haben. Das ist der Fehler. Das ist richtig. Wer hat denn meine Daten eingetragen? Dazu ist ja eine Verifikation notwendig.
Herr Stegmüller, Sie dürfen sich gerne mit unserer Rechtsabteilung in Verbindung setzen. Ich bin Neukundenberater, da gehöre ich nicht dazu. Sie dürfen gerne eine E-Mail an den Tolo senden und dann können Sie das gerne mit denen ausfechten. Nee, ich glaube, ich werde dann eher an die Bundesnetzagentur schreiben. Ja, bitte rufen Sie die Präsidentin an, das geht sicher auch. Präsidentin? Welche Präsidentin? Und dann legt er einfach auf. Sein Verhalten belegt klar, dass er weiß, welchen Fehler er gemacht hat, sich keine Anruferlaubnis einzuholen. Ein entsprechendes Opt-in soll Privatpersonen dafür schützen, unerlaubte und nervige Werbeanrufe zu erhalten. Wie gesagt, kann Dentolo als Firma ja legal und gut sein. Bemängelt wird von mir nur die Art und Weise des Anrufs. So, das war's für heute und ich danke euch für die immer zahlreichen Kommentare und die Unterstützung. Am Sonntag kommt das nächste Video. Bleibt neugierig. Euer Callcenter-Crasher.